Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. I'm back on deck. Nach dem Freitag bin ich heute wieder gesund und munter, fertig für die Börse und ich freue mich drauf, heute hier direkt über das Thema US-Dollar im Zusammenhang mit den Währungen Euro, Kanadier und Schweizer Franken sprechen zu können und natürlich sehr, sehr gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt an dieser Stelle mit zu beleuchten. Zuvor, diejenigen, die hier regelmäßig zuschauen, kennen das schon. Jetzt aufs Like-Knöpfchen drücken, damit die Welt sieht, was wir hier machen. Würde mich sehr freuen. Kostet kein was, ist aber eine, ja, nette Aufmerksamkeit, die man an dieser Stelle immer wieder geben kann. Wir schauen, bevor wir uns die Charts genauer anschauen, natürlich auf das Thema mit dem Risikohinweis. Ich bitte, das, was hier hinter mir gestehen steht, in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs, ja, der kann natürlich zu Verlusten führen. Hier in Komplexität geschrieben. Wir machen weiter mit der Wochenplanung der Nachrichten. Wir haben ja am Freitag die Sendung nicht gehabt, wo ich immer in die Vorwoche schaue oder in die Wochenvorschau gebe. Und dadurch, dass heute nicht wirklich sehr, sehr wichtige Nachrichten anstehen, schauen wir uns einfach mal die Woche hier entsprechend aus. Wir sehen, es gibt einiges an Nachrichten diese Woche ab dem morgigen Tag. Eines ist zu bedenken an dieser Stelle. Hier, wir bekommen jetzt die ersten Daten aus der Berichtssaison. Die US-Berichtssaison geht los, den Reigen eröffnen Großbanken. Dann kommt Alcoa noch ins Spiel. Das wird sehr, sehr spannend und das wird mit einer guten Wahrscheinlichkeit entsprechend auch die, ja, sage ich mal, Märkte mit beeinflussen, ne? Wir sind ja ziemlich gut gelaufen. Es ist sehr, sehr positiv. Paul hat auch gesagt, dass das Thema der Impfungen, also der Vakzine, das Wirtschaftswachstum weiter beschleunigen sollte. Das sind sehr, sehr positive Meldungen. Das, worauf der Markt jetzt schaut in der aktuellen Berichtssaison, sind wohlgemerkt die Ausblicke. Denn wir wissen es ja, man guckt immer, wie sind denn die aktuellen Preise für ein Unternehmen? Ist das gerechtfertigt? Und wenn ja, sollten auch wirklich positive, sag ich mal, Anzeichen für die Zukunft kommen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, was die Unternehmensleitungen hier in den Ausblicken vermelden. Das ist spannend und wie schon gesagt, diese Woche geht es los mit den Banken. Alcoa, wissen wir ja auch, ist sehr, sehr wichtig im Metallbereich ja unterwegs und das Industriemetall Aluminium wird ja in der, ja, sag ich mal, Fertigung von weiten, weiten Teilen in der Autoindustrie beispielsweise auch benötigt und das ist halt wichtig und da sieht man, wenn da große Nachfrage ist, auch steigende Nachfrage, dann sollte das auch positiv sich auswirken. Wenn es schlechter läuft, läuft dann eher nicht so gut. Also, da können wir genau hinschauen. Hat nicht direkt was mit den Währungen oder Indizes zu tun, aber indirekt wohl schon. Und wer da gut hinschaut, der kann die richtigen Schlüsse ziehen. Ansonsten heute, nein, heute nichts, morgen, dann geht's los. Wir bekommen das BIP von den Briten, die Produktionsdaten vom verarbeitenden Gewerbe. Der ZEW-Konjunkturindex steht am morgigen Dienstag ebenfalls an und in den USA bekommen wir den Verbraucherpreisindex hier für den Monat März. Dann am Mittwoch eine wichtige Rede von EZB-Präsidentin Lagarde und das dürfte durchaus auch den Euro beeinflussen. Wir bekommen Mittwoch wie immer die Rohöllagerbestände und weil eine Rede von Notenbankchefs ja nicht genug ist, machen wir gleich noch eine zweite dazu am Nachmittag in den USA bzw. am Abend hier bei uns in Deutschland um 18 Uhr spricht der FED-Vorsitzende Powell. Das die Termine bis Mittwoch und dann geht es weiter am Donnerstag mit Einzelhandelsdaten aus den USA. Wir bekommen die Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe, den Philly-Fed-Herstellungsindex und die Einzelhandelsumsätze. Also der Donnerstag sehr, sehr US-lastig, was die wichtigsten Nachrichten angeht. Und am Freitag bekommen wir sehr wichtige Daten aus China, nämlich das Bruttoinlandsprodukt und die Industrieproduktion. Hier sehen wir durchaus unterschiedliche Werte, während die Industrieproduktion für den März deutlich tiefer gesehen wird als das im Vorberichtsmonat wird in China das BIP sozusagen deutlich im Plus gesehen. Wir lassen uns mal überraschen. Verbraucherpreisindizdaten bekommen wir aus Europa am Freitag und in den USA dann am Freitag die wichtigen Baugenehmigungen. Und das ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema, Thema Baugenehmigung. Und jetzt wohlgemerkt auch das Thema Inflation. Wir haben es bei uns in Deutschland, sehen wir es auch direkt vor der Tür.
Vielleicht baut der ein oder andere ja gerade ein Häuschen oder möchte erweitern oder wie auch immer. Baustoffe sind ziemlich teuer geworden. Hier gab es durchaus starke Unterbrechungen der Lieferketten und das wirkt sich natürlich massiv auch auf die Preise aus. Und das merkt man dann im Portemonnaie, dass einiges teurer wird. Und da ist halt die Frage, kann das die Wirtschaft tragen? Trägt es der Endverbraucher, also der, der das Haus dann entsprechend kauft, die Immobilie, oder hat das dann negative Auswirkungen auf den Sektor? Das wird sich zeigen und dazu sind diese Daten entsprechend gut und das, ja, lesen wir dann und dann schauen wir, wie entsprechend die Märkte reagieren. Und das sind übrigens auch Daten, die sich die Fed entsprechend mit anschaut. Alleine dann am Ende, wenn wir das Beigebuch bekommen, dass diese Daten dann mit rüberkommen und dann haben wir das Ganze in Summe in einem runden Paket und die Zentralbank kann entsprechend an dieser Stelle etwas mit auswirken. Ja, das hätten wir getan und dann noch eine Kleinigkeit. Thema Zinsmarkt in den USA, das hatten wir ja auch immer wieder auf der Uhr und da gab es zuletzt eine leichte Entspannung der 10-Years-Rates, nachdem wir nach oben gelaufen sind auf ja über 1,75 notieren wir jetzt bei 1,66 in den 10 Years. Das ist wichtig zu sehen. Das stabilisiert so ein bisschen die Märkte. Das beruhigt das Ganze so ein bisschen. Und wenn wir uns das mal eben anschauen wollen, hier, ich mache es mal kurz hinten rein ins Bild. Da müssen wir gar nicht das Ganze groß anschauen, sondern einfach nur mal kurz die Bond Futures hier an dieser Stelle und uns dort mal die 10-Year Notes auch anschauen. Und da sehen wir hier, ich mache es mal groß, dass man es hinten dran ein bisschen gut sehen kann. Wichtig ist das, was wir hinten sehen. Also diese Ecke hier hinten, diese kleine an dieser Stelle hier, Moment, jetzt gleich haben wir es. Das, was wir hier sehen, das ist das Wichtige. Hier oben sind wir in einem Level drinnen, hier. Ich glaube, jetzt kann man es gut sehen hinten dran. Die 100, was haben wir hier unten? 132 bis 132,30 in den Bonds. Das ist wichtig. Wir sehen, wir sind von unten rausgekommen. Die Tiefs wurden geschrieben mit Kursen unter 130,80 in dem Future. Jetzt wäre es interessant, wenn wir tatsächlich hier das Widerstandslevel oben rausnehmen, also deutlich über die 132 gehen. Das könnte so ein Richtungswechsel sein, dass man halt sieht, okay, hier wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Der Markt hat hier ein bisschen überpaced und hier kommt es jetzt zu einer Gegenbewegung. Das würde natürlich deutlich beruhigen, die Märkte. Wir haben es ja auch schon am Nasdaq gesehen, der ist ja deutlich durch die Decke oben drüber gegangen. Das sind halt wichtige Faktoren, die wir immer wieder sehen. Und dabei gehen wir jetzt mal rüber zu den Währungen und wir sehen an dieser Stelle auch schon den ein oder anderen Wunschmarkt. Die habe ich gesehen. Britisches Pfund. Also das Cable soll heute mit isoliert, nein, nicht isoliert. Sorry dafür. Das Cable soll mit besprochen werden. Das heißt, schauen wir uns natürlich auch mit an. Wer noch einen Wunschmarkt auf der Uhr hat, gerne rein damit an dieser Stelle. So, ich mache jetzt mal ganz kurz noch den Nasdaq auf, dass wir das mal ganz kurz sehen können hier, wie sich der Nasdaq auch mit der entspannten Zinssituation umgibt. Wir hatten ja lange Zeit die Sorge sozusagen, dass es hier im Nasdaq quasi schwierig bleiben würde und man Ewigkeiten nicht hochkommen würde wegen der ganzen Zinssituation. Aber dem ist nicht so gewesen. Auch der Nasdaq steht knapp unterm Allzeithoch. Wir sehen es hier im Chart. Es ging schön über die 13.340 rüber. Das war ein tolles Kauflevel, nachdem der Markt sich endlich mal entschieden hatte. Und zack, ist das Teil zu alter Stärke zurückgekehrt, in ein paar Tagen von dem Korrekturmodus definitiv in den Bullenmodus übergegangen. Nasdaq jetzt auch wieder in einem sauberen Aufwärtstrend. Also hier, nachdem wir hier deutlich unter alte Tiefs gerutscht sind, sind wir jetzt schön oben rausgekommen und haben das Ganze nach oben gebracht. Wenn wir uns das mal eben noch auf der Woche anschauen wollen, hier, da sehen wir auch dieses Hin- und Hergeschwanke zwischen dieser starken, weiten, sag ich mal, Kursspanne hier zwischen 13.340 oben und 12.225 unten, sind wir tatsächlich hier sehr bullisch oben rausgelaufen mit der letzten Wochenkerze und die hat uns dann direkt wieder ans Allzeithoch oben rangeschoben. Und das ist das, was wir auch bei den anderen Indizes sehen, hier im Dow Jones weiterhin auf Allzeithoch und im S&P 500. Da sehen wir hier eine Konsolidierung innerhalb der Aufwärtsphase. Wenn wir das mal kurz in den Tagesschart reinschauen, hier, es läuft schön entsprechend weiter nach oben. Die Aufwärtstrends sind intakt, der Bullenmarkt läuft weiter und das ist genau das, was wir hier bei den Indizes entsprechend sehr gut sehen können. Und damit gehen wir jetzt mal noch zur Währungsseite
Und wer das Research am Sonntag gelesen hat, der hat ja gesehen, ich hatte dort drei Peaks drinnen. Wir hatten Euro, US-Dollar, US-Dollar, Kanadier und US-Dollar, Schweizer Franken auf der Uhr. Und das sind die drei Märkte, die wir uns jetzt auf alle Fälle mal noch anschauen. Und dann noch das Cable hinten dran dazu. So, also legen wir mal los. Das Währungspaar Euro, US-Dollar haben wir hier. Wo sind wir verortet? Das ist ja immer die allerwichtigste Frage, die wir im Grundsatz brauchen, um dann einfach mal zu sehen, wie können wir uns denn jetzt hier im kurz- und mittelfristigen Bereich aufstellen. Wenn wir uns den Chart mal anschauen wollen, der Markt hier ist definitiv verortet in einem Abwärtstrend im größeren Bild. Das ist mal der große Trend der übergeordneten Zeiteinheit. Da sind wir abwärts gerichtet im übergeordneten Bereich und im kleineren Bild das Gleiche. Wir sind abwärts gerichtet in der übergeordneten Chartsituation. Und dahin ordnen wir mal die aktuellen Bewegungen der letzten Handelstage ein. Da sehen wir ja, es ging schön nach oben, eine schöne starke Gegenbewegung, die wir hier gesehen haben. Und diese Gegenbewegung hat auch die ganzen Widerstände, die wir gehabt haben, bis dato aus dem Markt rausgenommen. Welche Widerstände sind das gewesen? Ich mache mal kurz hier die Kreuzfahne mit an, hier an dieser Stelle. Das wäre unten das Trendfortsetzungslevel gewesen, um die Marke von knapp 1,18, naja, hier unten 35. Und das zweite, was wir gehabt haben, wäre hier unten gewesen die 1,18 und ein paar in der 80. Das waren die Widerstandslevel. Da ging der Markt einfach durch wie ein heißes Messer durch Butter. Da gab es kein Halten, der schob nach oben. Und das Schöne ist, innerhalb dieser korrektiven Phase hat sich hier, wir sehen es im Chart sehr, sehr schön, ein, ja, sag ich mal, korrektiver Kanal gefunden. Und dieser korrektive Kanal gibt uns jetzt quasi ein paar Parameter, mit denen wir arbeiten können, um das Kurzfristige zu planen. Heißt also, Nummer 1, wir haben hier diese Kerze vom Donnerstag vergangener Woche. Da haben wir ein Hoch und ein Tief. Das Hoch haben wir bei 1,19, wo liegt 27 und das Tief bei 1,18,60. Das ist natürlich sehr, sehr viel Schwungweite. Aber wenn wir uns das mal auf Tagesbasis anschauen, ist das momentan die Außenkerze, wo der Markt seitwärts hin und her läuft, bricht da unten durch. Und das ist jetzt mal die Besprechung für das größere Chartbild hier auf der Tagesbasis. Bricht der Markt tatsächlich unten drunter durch, unter das Tief, dann auf Tagesbasis zunächst erstmal wieder die Avancen hier in Richtung Trendtief bei 1,17, knapp 0,4 reinzulaufen. Schiebt da oben drüber, wäre das ganz, ganz klassisch die Korrekturausdehnung. Hier, ich mache mal kurz die Entry-Lage noch mit rein. Hier sehen wir es, wir sind wirklich in eine tiefe Korrektur entsprechend auch reingelaufen oben ran. Das heißt, wir laufen weit, weit rein, schiebt er hier oben drüber, während dann mit Blick auf den Tageschart mal hier oben der Extrem um die 1,1990 der nächste Widerstand. Wenn wir da drüber fliegen, kann es natürlich deutlich weiter hochgehen, aber momentan sind wir dort einfach noch nicht, sondern das ist das, wo wir wissen, hier können Händler nach uns ins Spiel kommen. Deshalb schauen wir hier ein bisschen in die Historie, aber wir traden ja entsprechend immer die leere Seite und das ist ja entsprechend das, was wir brauchen, wo wir suchen müssen, wo liegen denn wahrscheinlich andere Orders, die unsere Trade-Richtung befeuern. Und aus diesem Grund wechseln wir jetzt hier mal von dem Tageschart, wo wir die Potenziale erkennen können, in den 4-Stunden-Chart rein. Und da sehen wir nämlich den Korrekturkanal. Und der ist hier. Und dieser Korrekturkanal, der ist ja nur eins skizziert. Viel, viel wichtiger ist, was im Kanal geschieht. Und das sehen wir halt hier. Das ist ein laufender Aufwärtstrend, den wir hier haben. Ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Entschuldigung. Kleine Sprechpause. Also hier an dieser Stelle, was wir gut erkennen können, ist, dass wir hier innerhalb des Abwärtstrends, ne, hier sehen wir den Abwärtstrend nochmal, das ist die Korrektur des Ganzen, sehen wir, wie sich der Markt hier hochschlängelt, ne? Wir haben hier schön die steigenden Hochs und schön die steigenden Tiefs. Das sind mal die Marker des Trends. Und was für uns jetzt an dieser Stelle wichtig ist, ist die Tatsache, wir müssen sehen, wo wir ranlaufen. Das heißt, wir haben natürlich die Chance, hier oben drüber zu laufen, über die 1,1927. Das wäre dann ganz, ganz klassisch die Fortsetzung des Trends. Ich skizziere das wie immer auch mal. Das wird ja gern gesehen, wenn das Ganze visuell ein bisschen aufgestaltet wird. Klassisch von der Lesweise. Also, was haben wir hier? Mit Blick auf den übergeordneten Verlauf, das ist schön der Aufwärtstrend, den haben wir ja gerade auch drinnen gehabt. Und das, was wir hier jetzt an dieser Stelle sehen, hier mal grob skizziert, ist
die Gegenbewegung. So, also hier, das ist alles noch Gegenbewegung und jetzt haben wir die Situation, wie sie weitergehen kann. Das heißt, an dieser Stelle, aus diesem kleinen Schub nach unten, könnte sich durchaus ein Aufwärtstrend wieder entwickeln, also ein untergeordneter. Das wäre zunächst erstmal eine Situation, wo wir sagen können, okay, hier haben wir durchaus Chancen, Richtung hier diesen Zwischenhoch zu laufen, das rauszunehmen und nochmal ein kleines Stückchen oben rauf zu laufen. Und wenn wir hier tatsächlich oben drüber laufen, haben wir auch noch einen Anlaufpunkt zwischendrin. Hier oben, das ist mal so ganz grob die Marke um die, was haben wir hier? Ein bisschen, ich würde mal sagen, so grob über die 1,1950, 60 rum. Da oben, dieses Level, das wäre der nächste Anlaufpunkt. Und dann haben wir hier natürlich den großen Widerstand. Das mal die Marke auf der Oberseite. So, das ist Nummer 1. Das zweite Szenario allerdings, wir wissen ja, wir sind hier im Korrekturarm. Und wenn hier irgendwann mal Schwäche aufkommt, dann haben wir ja durchaus gute Chancen, die Unterseite zu beleuchten. Ne? Und wenn wir das tun, brauchen wir natürlich erst einmal hier den Markt zum einen hier drunter laufend. Ich mache das mal ganz kurz in einer anderen Farbe, hier in diesen helleren Ton. Das heißt, sollten wir tatsächlich unter dieses Level hier fallen, unter die Marke von 1,1867, haben wir hier einen Abwärtstrend laufen. Der hat aber in dem Moment, wo er entsteht, diesen dynamischen Aufwärtstrend in der Korrektur noch nicht rausgenommen. Dazu ist es notwendig, dass wir hier unter dieses Zwischentief, unter die 1,1860 fallen. Wenn das passiert, haben wir richtig gute Karten, die Unterseite abzulaufen und da können wir uns schön an den Zwischentiefs orientieren. Ne? Und die Zwischentiefs können wir schön an den Lows hier unten sehen. Da haben wir gleich ein paar und da müssen wir gar nicht hoffen, dass der Markt hier unten die Trendfortsetzung macht, sondern wir kommen ja aus einer schönen tiefen Korrektur raus und da haben wir die Anlaufmarker drin liegen. Hier die 1,1795, hier unten die 1,17 knapp 38 und dann hier das kleine Zwischentief kurz über dem Support am Allzeittief, sage ich schon, am aktuellen Trendtief des Tages. Das haben wir bei 1,17 knapp 13 liegen. Da haben wir schöne Anlaufpunkte, wo man oben raus kann, gibt ein schönes CRV, man kann sich gut absichern. Das sind entsprechend mal die zwei Szenarien. Das heißt, das kurzfristige ist die Ausdehnung noch ein Stück weit nach oben. Das mittelfristige wäre eher jetzt hier die Umkehr zur Unterseite rein. Muss man schauen, wie es läuft. Ist aber auf alle Fälle ein sehr, sehr schöner Spannungsbereich, den wir hier haben. Und auch die Chartformation, die wir hier haben, hier dieses Dreiecks, was wir hier in dieser Konstellation auch haben, das ist natürlich auch immer wieder interessant zu sehen hier. Das Ganze, dieser Kontext, das ist Dreieck, was wir haben. Ne? Wir sehen hier an dieser Stelle dieses Korrekturmuster und das ist jetzt erst einmal verortet in einem Aufwärtstrend, ganz klar. Das heißt, da haben wir auch die, sag ich mal, ganz klare Lage eher zur Oberseite raus. Aber das Schöne an solchen Dreiecken ist halt, die Situation spitzt sich immer weiter zu und da können wir sehen, wann eine entsprechende Entscheidung kommt und das können wir dann doch durchaus interessanterweise hier für die weiteren Trading Setups nutzen. Das ist hier das Währungspaar Euro US-Dollar und wir machen mal weiter mit dem Währungspaar US-Dollar, Kan-Dollar. Aber bevor wir hier nochmal reingehen, würde ich sehr, sehr gerne nochmal eben kurz in die Futures reinschauen. Das heißt, an dieser Stelle, weil wir heute hier an diesen Punkten über den US-Dollar sprechen, möchte ich ganz gerne nochmal kurz den US-Dollar hier rannehmen. Und da ist es nämlich der Taktgeber so ein bisschen für die ganze Richtung. Und da sehen wir es hier an dieser Stelle. Wir sind im US-Dollar momentan weiterhin im Aufwärtstrend verortet. Moment, ich mache das mal kurz ein bisschen kleiner. Jetzt haben wir ja das Bild in groß hier an diesen Punkten da. Das heißt, wir kommen schön von oben, haben einen Aufwärtstrend da, der in seiner korrektiven Phase ist. Das Level, wo wir momentan verortet sind, so knapp um die 92, ist zunächst erstmal ein Support-Level. Das nächste Support-Level, was wir haben, ist hier unten am Trendtief um die 91,30 rum. Das sind Marker, die wir durchaus zur Unterseite haben. Und das ist jetzt der Punkt. Das ist die kurzfristige Entscheidung. Sollte der US-Dollar weiter schwächeln, heißt das halt, dass die Waage, je nachdem an welcher Stelle hier der US-Dollar im Währungspaar liegt, natürlich entlastet wird. Er wird schwächer, das heißt, das befeuert die Gegenseite. Dreht er allerdings irgendwann wieder hoch, ja? Hier haben wir ja auch so einen schönen Trendkanal, dreht er irgendwann wieder hoch, haben wir einen guten Ansatzpunkt, dass wir sagen, okay, wir kommen jetzt aus der Korrektur raus, laufen hier oben rein, zunächst erstmal wieder oben rein in den Bereich
93,52. Das wäre dann ganz klar, dass der US-Dollar wieder stärker wird. Und das sind die Faktoren, wo man immer mal so ein bisschen das grobe Feintuning machen kann. Ja, an der groben, großen Richtung ändert sich jetzt nichts. Es ist einfach nur der Korrekturmodus. An diesem groben Gesamtbild ändert sich erst was, wenn der Dollar hier unter die 91,30 rutscht. Bis dahin ist alles, wie schon gesagt, absolut im grünen Bereich, ist nur die Korrektur. Nur aus dieser Korrektur können wir natürlich auch im kurzfristigen Bereich entsprechend schöne Trades hier finden. Ne? Und wenn der US-Dollar jetzt plötzlich deutlich schwächer wird als der Euro, dann befeuert das natürlich die Ausdehnung hier der korrektiven Phase zur Oberseite. Also das bleibt sehr, sehr interessant, das Ganze hier zu sehen. Wie schon gesagt, das im kurzfristigen Bereich durchaus ein Parameter, auf den man da entsprechend schauen sollte für das Intraday-Trading. Zum Thema Intraday-Trading nochmal ganz kurz der Blick hier in die kleinsten Zeiteinheiten. Da sehen wir es auch hier. Das ist das, was sich nach unten schlängelt. Und wenn wir jetzt hier tatsächlich im Kleinstbereich oben drüber laufen, das heißt dieses Zwischenhoch, was wir hier aus diesem Abwärtstrend gehabt haben, oben rausnehmen, über die Marke von 1,19 oder 1,18, 50 oder 40 drüber laufen hier oben, also über diese Hochs, Moment, ich muss hier mal eine Linie drüber ziehen, also ich meine dieses Hoch hier, was wir hier haben, das haben wir bei 1,18,93, liegt das hier da oben tatsächlich deutlich drüber, das wäre die Chance, dass wir oben rüber laufen. Jetzt ist immer mal nur angelupft worden, kein Kaufinteresse da. Das heißt, an dieser Stelle können wir sehr, sehr schön im Kleinen auch erkennen, ob es hier Zeit für einen Richtungswechsel wird und wann. Und wenn der Richtungswechsel tatsächlich kommt, sehen wir es auch ziemlich flott. Das heißt, dann bekommen wir hier eine Sequenz, die dann so ausschaut wie das hier, den Schub oben drüber. Kommt das nicht, dann wäre das ganz deutlich zu sehen, dass wir hier aus dieser Konstellation zur Unterseite hin einfach das machen, nur oben angelupft, um dann nach unten zu drehen. Und das wäre dann ganz genau dieser Anlaufpunkt, den wir zur Unterseite brauchen. Und dann kommt halt hier zunächst erstmal das kleine Zwischentief bei 1,1867, bevor wir dann in die tieferen Bereiche reingehen können. Also das ist durchaus interessant, zur Chart-Unterseite hinzusehen. Aus den kleineren Zeiteinheiten kommt es zum Schub oben drüber. Also kein neues Tief, hier ein bisschen Korrektur und dann oben drüber. So, das wäre hypothetisch genommen die Aufwärtsphase, dann natürlich hier die Anlaufpunkte an den kleinen Zwischenhochs, die wir hier im 15-Minuten-Arm sehen können auch. Und das wären hier die Level um die 1,1913, 1,19, was haben wir hier, 1,1903, 1,1910 und hier 1,1920, diese Level, die wir oben drauf haben. Aber wie schon gesagt, hinschauen hilft da auf alle Fälle. Gut, das wäre Euro-US-Dollar. Wir gehen weiter in das Währungspaar US-Dollar-Kanadischer Dollar. Hier haben wir es drin, Canadian Dollar, das Ganze auf Tagesbasis. Und hier haben wir doch eine durchaus sehr, sehr interessante Situation im Tageschart vorliegen. Wir sehen es, die große, große Richtung ist seit langer, langer Zeit definitiv abwärts gerichtet. Der Druck kommt von oben zur Unterseite rein. Und wir sehen es auch hier, wir haben das Zwischentief in diesem Abwärtstrend geschrieben, um die Marke bei 1,2365. Potenzial zur Unterseite ist da weiterhin da auf der Wochenbasis. Das heißt, wenn ich das mal noch ein Stückchen tiefer ziehe hier an dieser Stelle, da haben wir noch zwei Lows unten drunter liegen. Das erste Low hier liegt bei 1,2245 und das zweite, was wir hier unten liegen haben, das haben wir liegen bei der Marke von 1,2061. Das ist also diese Werte sind definitiv auch noch da, wo wir durchaus unten reinlaufen können auf Wochenbasis. Da stellt sich jetzt halt einfach nur die Frage, macht es der Markt oder nicht? Das Zeichen dafür, dass der Markt tatsächlich dieses Szenario spielt, bekommen wir, wenn die Kurse unter die Vorwochenkerze fallen. Ne? Das heißt hier unter die Marke von 1,25. Und das Bild ist auch das, was ich hier im Tageschart mal reingenommen habe. Denn interessanterweise, wir sehen es hier oben, das ist mal der Abwärtstrend auf der Tagesbasis, also der größte hier, das ist die Woche, die es hier nach unten schiebt. Das kleinere ist allerdings für mich das viel interessantere und das sehen wir hier, Moment, ich mache das mal kurz ein bisschen dicker, dass man diese Linien ein bisschen besser sehen kann. Schaut mal hier, das ist der große und hier gibt es untergeordnet jetzt den zweiten Abwärtstrend. Ne? Das heißt, hier findet sich in der gleichen Zeiteinheit durchaus in Kürze die Situation, dass der Markt von oben nach unten reingehen kann. Also hier an dieser Stelle durchaus interessant zu sehen, was hier passiert. Hier unten liegt das Tief der Woche.
also der Vorwochenkerze. Laufen wir unter dieses Tief drunter, sehen wir hier, haben wir einen validen Abwärtstrend, einen neuen validen, einen zweiten validen Abwärtstrend. Also wir haben dann einen großen und einen kleinen und der läuft dann in Richtung der Woche. Das ist ein astreines Umkehrsignal und wenn das tatsächlich gespielt wird, haben wir zunächst erstmal Platz unten rein bis zur Marke von 1,2365. Das ist das Level, was wir hier unten drinnen haben. Kommt es zum Abprall zur Oberseite hin, ist der erste Anlaufpunkt natürlich erstmal dieses Level hier oben. Das wäre dann allerdings auch ein interessanter Richtungswechsel, also eine durchaus interessante Chance eines Richtungswechsels, denn dann bekommen wir hier ein Zeichen vom Markt, dass es erstmals seit langer Zeit ein höheres Tief gibt mit der Chance auf das nächste steigende Hoch. Ne? Das wäre dann das Szenario, was wir hier gehabt haben, dass wir hier ein Hoch machen. Und wenn wir hier jetzt nicht runterfallen, dann hätten wir hier die Chance, dass der Markt uns tatsächlich anzeigt, kontrahiert, er läuft nach oben. Und wenn wir dieses Level hier oben, wo ich den Widerstand um die 1,2650 reingelegt habe, da drüber laufen, dann wäre es mal Platz, zunächst erstmal hier oben rein in die 1,2745, in den Verkaufsbereich. Und das kommt aus dem größeren Level von der Oberseite her, hier aus diesem Trendverlauf, den wir hier an dieser Stelle haben. Also das ist durchaus eine interessante Alternative. Und da haben wir jetzt halt auch wieder schön den Drehpunkt. Und das schauen wir uns mal eben kurz im 4-Stunden-Chart an. Im 4-Stunden-Chart sehen wir es, was ich auch gesagt hatte, hier die Unterseite, das, der Schub zur Unterseite hin, dieser kleine Trend hier wurde rausgenommen, dann hat sich wieder der nächste kleine zur Unterseite gesetzt und jetzt ist halt wirklich das entscheidende Level, laufen wir oben drüber oder unten drunter und das ist jetzt das, wo wir genau hinschauen können, denn da haben wir auch die naheliegenden Marker schon da. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir weiter runterlaufen, steigt, wenn wir hier unter die 1,25, was haben wir hier liegen, 1,2525 drunter laufen, also hier unter dieses kleine Zwischentief. Das wäre die Fortsetzung dieses Abwärtstrends, den wir da haben, also hier dessen, was wir hier sehen. Ja? Das ist schön zu sehen und das würde dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir tatsächlich unten reinlaufen. Ne? Also hier aufs Wochentief, beziehungsweise was wir dann auch noch sehr, sehr schön mit sehen können, ist hier unten rein das Ganze. Moment, da haben wir es, also hier diese Zwischenlos auch anzulaufen. Das sind planbare Marker, die nächsten beiden unten drunter dann bei 1,24 knapp 73 und 1,24 Anfang der 60er. Das sind diese engen Level und dann kommt erstmal eine Weile nichts. Da ist viel Luft und da kann der Markt schon durchaus fallen. Die Chance haben wir, wenn wir hier zunächst erstmal wenigstens unter die 1,25 hier unten drunter fallen. Also die 1,2525 fällt das nicht. Erstes Level oben, hier Zwischenhoch um die 1,2610 beziehungsweise hier Zwischenhoch um die 1,2627 hinein in die Korrektur. Und das ist dann so ein bisschen Befeuerung der Tatsache, geht es tatsächlich oben drüber. Und je näher wir uns diesen wichtigen Marken hier oben, ja, an dieser Stelle schön nähern, je besser ist die Chance, hier nochmal genauer hinzuschauen. Denn kommt hier oben plötzlich Kaufdruck auf, befeuert die Long-Situation, die ich gerade besprochen habe, haut der Markt hier aber von oben den Deckel tatsächlich massiv drauf, dann haben wir eine weitlaufende Korrektur und dann die Chance, zur Unterseite reinzugehen. Das ist allerdings alles Zukunftsmusik. Ja? Momentan ist der Markt abwärts gerichtet und das Short-Szenario haben wir hier definitiv liegen. Das ist das, was der Markt momentan spielt. Ob es soweit kommt, müssen wir mal sehen. Das ist die Richtung, die wir hier sozusagen unten rein brauchen. Das ist der Blick in den US-Dollar-Kandler. Und dann gehen wir noch zum US-Dollar, Schweizer Franken. Da gab es ja in letzter Zeit auch immer wieder sehr, sehr schöne Bewegungen. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen, wo wir ihn liegen haben. Den US-Dollar, da ist er, US-Dollar, Schweizer Franken, haben wir hier liegen. Wie ich finde, eine schöne Situation. Tageschart verortet in einem Aufwärtstrend. Sehr, sehr klassisch, sehr, sehr klar zu sehen. Der Aufwärtstrend hat sein Hoch bei 0,9473 geschrieben.
Danach war Schluss, es kam massiv Verkaufsdruck und wenn wir uns mal diesen Verkaufsdruck anschauen, dann sehen wir auch die hohe Dynamik. Hier gab es keinen Tag, wo wir mal eine ordentliche Erholung gesehen haben. Es wurden die höheren Kurse immer wieder zum Abverkauf genutzt. Ne? Das haben wir ja auch am Freitag vergangener Woche gesehen. Da ging es mal nach oben, aber den Markt hat es immer wieder unten runter getrieben. Und solange wie wir hier nicht den Ausbruch aus diesem Korrekturtrendkanal bekommen, sieht es eher danach aus, als wenn der Markt hier ja definitiv mal damit liebäugelt, hier unten dieses Kauflevel um die 0,92 unten rauszunehmen, also die 0,9214 hier, wo wir das Tief unten haben. Das ist die interessante Geschichte. Das ist das schöne Drehlevel hier. Da haben wir tatsächlich alleine mit Blick auf den Tageschart sehr viel Potenzial zur Unterseite. Rein der Erfahrungswert her sagt mir allerdings, wir bekommen das mit guter Wahrscheinlichkeit nicht einfach geschenkt, dass der Markt hier drunter läuft und dann ab zur Unterseite geht. Ich persönlich gehe eher davon aus, dass es hier ein bisschen Rücksetzer gibt, ein bisschen korrektive Phase nach oben hin. Und da wird es interessant zu sehen, was passiert hier oben an diesem Donnerstagshoch. Das ist die 0,9303, das Hoch, was wir hier liegen haben. Wenn wir bis dahin laufen, solange ist der Abwärtstrend hier auch intakt, ist das nur Korrektur. Wenn wir das allerdings bekommen, diese Korrektur, dann sehen wir auf der Tagesbasis das Thema, dass wir tatsächlich eine kleine Gegenbewegung haben und dann den Schub zur Unterseite. Das heißt, dass das rein charttechnische Bild schaut dann entsprechend so aus, wie ich das jetzt mal skizziere. Wir haben hier quasi den korrektiven Abwärtsschub gehabt, sehen jetzt hier eine Korrektur und dann den Schub nach unten. Und das wäre dann natürlich dann auf Tagesbasis auch die Bildung eines Gegentrends zu diesem Aufwärtstrend. Und das könnte durchaus die Unterseite ordentlich befeuern. Aber an dieser Stelle sage ich ganz, ganz wichtig, der Aufwärtstrend ist noch intakt und solange wie dieser Aufwärtstrend intakt ist hier, also den ich hier gerade mal in grün skizziert habe, solange dieser Aufwärtstrend intakt ist, ja, handelt man, wenn man Short handelt, gegen den übergeordneten Trend. Und das kann durchaus gefährlich sein, wenn man nicht weiß, was man tut. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir haben hier immer noch das Potenzial, dass der Markt von unten tief Luft geholt hat und dann nach oben hindurch startet. Trotz, dass wir nach unten hin schönes Potenzial haben, aus einer tiefen Korrektur hat der Markt jetzt die Chance, durchaus nochmal nach oben durchzustarten. Wir wissen nicht, ob wir das Hoch hier oben rausnehmen bei 0,9473, aber es ist genügend Platz auch für einen Long Trade. Und deswegen gehen wir hier nochmal eben in den 4-Stunden-Chart rein. Und da sehen wir, weshalb ich im Tageschart diese blaue Linie eingezeichnet habe. Also der Ausbruch aus diesem Trendkanal, der geschieht schon etwas früher. Den haben wir schon, wenn wir hier, wenn man das mal ganz eng zeichnen möchte, hat man es natürlich hier an dieser Stelle. Hier ist der erste Ausbruchsversuch schon gekommen, wenn man mal diese Hochs hier miteinander verbindet. Aber noch haben wir hier keinen Aufwärtstrend. Also was wir als nächstes mal mindestens brauchen, um dort sauber nach oben zu laufen, wären Kurse hier oben über diesem Level, über diesem Zwischenhoch, dass wir erstmal wenigstens einen Aufwärtstrend bekommen. Denn damit zeigt der Markt uns, dass er wirklich steigende Hochs und steigende Tiefs akzeptiert. Das heißt, dass er zu höheren Preisen wieder kaufen möchte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Kommt das tatsächlich, dann haben wir auf der Oberseite natürlich ein paar interessante Anlaufpunkte hier, die auch ein ganzes Stück weit weg sind. Ich mache die Linie mal ganz kurz hier in der roten Seite, weil das dann eher die Verkaufslevels sind. Aber wenn der Markt sich tatsächlich wendet, ne, dann können wir hier durchaus davon ausgehen, dass die Marke von, was haben wir da oben liegen, 0,9495, dass das durchaus interessant wird, hier ranzugehen. Und noch ein weiteres Level haben wir da, hier das nächste Zwischenhoch oben drinnen, um die Marke von 0,9438. Das sind mal schöne Anlauflevel, wenn der Markt hoch will, wenn wir hier auch das schaffen, diese 0,9303 rauszunehmen. Das sind viele Wenns, nur das sind erstmal die Grundbedingungen. Ja? Das heißt, die erste Grundbedingung ist, wir brauchen einen Aufwärtstrend. Und das, wenn wir das bekommen hier im Kleinsten, dann haben wir eine Umkehrkerze auf der Tagesbasis auf einer Korrektur, die ganz, ganz tief gelaufen ist. Und dann haben wir halt die Chancen, zur Oberseite reinzulaufen. Und das ist das, wo wir relativ nah dran stehen, wo wir durchaus eine schnelle Entscheidung bekommen, um dann sagen zu können, okay, die Long-Seite hat durchaus eine Chance, man kann sich relativ eng absichern, man weiß ja, wo der Aufwärtstrend auf Tagesbasis zu Ende geht und dann kann man
hier die ganze Geschichte durchaus nach oben befeuern und hat sogar ein paar Anlaufpunkte zur Unterseite rein, die durchaus interessant sind. Ich möchte hier mal noch einen weiteren reinnehmen, und zwar ist das das Level, was wir hier haben. Da haben wir einen schönen ehemaligen Unterstützungsbereich, also dieses Level hier, das war hier drüben Unterstützung und ist dann hier, nachdem der Markt da deutlich drunter gefallen ist, ein Verkaufslevel, was wir hier in diesem 4-Stunden-Chart durchaus als wichtig identifizieren können. Und das ist jetzt sozusagen das Widerstandslevel. Und da ist mal der nächste Bereich oben rauf. Also durchaus interessant, was die Oberseite angeht. Deswegen gerne das Ganze hier auch auf der Long-Seite mit im Spiel haben. Wichtiges Entscheidungslevel ist jetzt halt, was auf Tagesbasis passiert. Was passiert hier über dem Support? Der Rückschnapper ist am Laufen. Schafft das tatsächlich, sich nach oben durchzusetzen? Dann haben wir ein paar schöne Ziele auf der Oberseite. Bricht er dann in sich zusammen, können wir die Unterseite befeuern. Also durchaus hohes Spannungsmoment hier im US-Dollar, Schweizer Franken. Und bei den Fragen, die wir hier an dieser Stelle haben, ist es auch so, wir haben noch weitere Fragen zum Thema US-Dollar, und zwar US-Dollar, japanisches Yen. Wir haben das Cable und wir haben den US-Dollar, norwegische Krone. Das Ganze hier mit weg. So, jetzt kommt aber noch eine kurze Frage zum kanadischen Dollar. Den hatten wir jetzt gerade hier an diesem Punkt. Wenn man Short geht, sozusagen der Stop-Loss, wäre sehr weit weg für die Short-Richtung. Ich gehe noch mal ganz kurz auf den entsprechenden Wert, weil wir den gerade hatten. Hier an dieser Stelle, also wenn man sich es mal anschaut, je nachdem, was man traden möchte, es kommt ja immer drauf an, auf welche Zeiteinheit man sich sozusagen ordnet, aber wenn man hier diese Abwärtschance traden möchte und sich sagt, dieser kleine Trend, der hier untergeordnet entsteht, ist der Trend, den ich traden möchte und den möchte ich gerne so lange traden, wie er läuft, dann haben wir hier natürlich aus charttechnischer Sicht das Trendhoch anzunehmen als Stop-Loss. Ja? Sonst hante ich nur ein Stück Bewegungsarm. Wenn ich aber den gesamten Trend reiten will, auch mit den Zielen zur Unterseite hin, wenn der Markt das tatsächlich spielt, dann habe ich natürlich an dieser Stelle jetzt auch eine gute Chance, ein gutes CRV, weil man kann sich eng absichern und hat nach unten doch deutlich Potenzial raus. Und wer bis hier runter traden möchte, wenn er einfach sagt, wir lassen den Trade, den Trend einfach mal laufen, bis er zu Ende gelaufen ist, der braucht halt ein bisschen Ruhe in dem ganzen Trading-System, und diese Ruhe bekommt man halt nur dann rein, wenn man sich tatsächlich auch hier in die Trends reinläuft und sich sagt, ich trade den Trade so lange, wie der Trend entsprechend läuft, und dann ist gut. Und da darf man nicht nervös werden, sondern das Ganze sollte dann eine Positionsgröße haben, die einen cool bleiben lässt, weil man weiß ja, was unten rauskommen kann, die Wahrscheinlichkeiten sind da, ob der Markt die spielt, das haben wir alles nicht in der Hand, ja, und deswegen gehört der Stopp dann entsprechend, wenn man hier die Trendentstehung tradet, natürlich ans Trend hoch, das hätten wir hier oben liegen, und dann können wir alleine schön weit nach unten. Und ich meine, wenn man das mal so sieht, wenn man alleine mal den Fakt annimmt hier, wenn der Trend entsteht, sich sozusagen dort auf die Lauer zu legen, das mitzunehmen und das unten drunter dran setzt, alleine bis zum ersten Ziel zur Trendfortsetzung, hat man dann ja schon ein 1:1, also das ist schon mal nicht das schlechteste Chance-Risiko-Verhältnis, was man traden kann, ja, das ist mal so das Minimum, was man haben sollte, und wenn dann noch deutlich mehr rauskommt, die Chancen hat man ja, dann kann man das Ganze relativ in Ruhe angehen. Also das sind so die Marker, nach denen hält sich, sag ich mal, entsprechend die Chartanalyse, und das ist das, was man sieht. Wer nur den Bewegungsarm traden möchte, muss sich natürlich enger absichern. Deshalb sprechen wir hier auch die unterschiedlichen Zeiteinheiten durch. So, wir machen weiter mit dem Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. Das Ganze zunächst auch erstmal der Blick in den Tageschart rein. Hier haben wir wieder auch tonnenweise Linien drinnen liegen. Was wir allerdings hier sehen, ist, dass der Aufwärtstrend weiterhin intakt ist. Ne? Der strebt hier sehr, sehr schön nach oben. Was wir hier auch sehen ist, wir haben hier tatsächlich auch wieder sowas hier, das ist halt US-Dollar gebunden, ne? Der US-Dollar sieht ja genauso aus, wir haben hier einen relativen Kanal, ne? Also es ist jetzt so, dass wir hier relativ dynamisch nach unten gelaufen sind, um das Ganze rauszunehmen, das sieht man hier in dieser Kanalform dynamisch runter, die höheren Kurse wurden immer wieder abverkauft, das heißt hier an dieser Stelle sehen wir auch, dass dieses ehemalige Kauflevel um die 109, 36, 37 schon eine Relevanz hatte, aber der Markt ist erstmal deutlich drunter gelaufen, bevor er wieder ordentlich zurückgeschnappt ist. Was wir hier jetzt sehen ist, sollte der Markt hier oben rumdrehen, wir haben hier oben das Top-Level um die 109,95, sollten wir hier oben tatsächlich rumkommen, spricht hier einiges für eine Korrekturausweitung, und wir sehen es ja,
Der Markt hat durchaus, ohne den Aufwärtstrend hier rauszunehmen, Luft bis in die 108, knapp 40 reinzulaufen, um die Korrektur zu machen. Da ist schon noch einiges an Potenzial da. Und wenn wir uns das mal eben im 4-Stunden-Chart anschauen wollen, hier haben wir so nach unten schlängeln, die fallenden Hochs und die fallenden Tiefs. Und das Ganze scheint sich jetzt auch ein bisschen fortzusetzen. Im Kleinsten haben wir schon wieder den Abwärtstrend. Und wenn es hier zur Fortsetzung dieser ganzen Geschichte kommt, dann hat man gute Karten, sich reinzustoppen in den Trade. Das heißt, wenn man hier diesen Abwärtstrend zur Richtung nimmt und sich sagt, ich möchte in der Trendfortsetzung reingehen, setzt sich der Trend halt hier unten bei 108, knapp 97. Was haben wir da oben? Ich ziehe es mal kurz hier ein bisschen ran. Hier die Tiefs, das Tief haben wir liegen bei, das Tief liegt glatt bei 109, liegt das Low glatt. Wenn es da drunter geht, ist das Trend Fortsetzung. Nächster Anlaufbereich wären dann erstmal hier die 108,50. Und das wäre wirklich der wichtige Fakt. Wenn das dann kommt, ja, dann haben wir hier nächste Bahn, freie Luft zur Unterseite, deutlich tief rein. Muss man schauen, was kommt. Wer das Ganze allerdings kurzfristig traden möchte, der wartet natürlich nicht, ob wir hier drunter laufen, sondern er nutzt diesen kleinen Trend. Das heißt, da ist der 4-Stunden-Trend der Richtungsgeber. Hier sehen wir die Korrektur. Ich zeichne die mal ganz kurz ein. Das ist der korrektive Arm hier in diesem Abwärtstrend. Und wenn es hier nach unten weitergeht, wir gehen mal kurz in die 15 Minuten rein, da sehen wir es nämlich schon. Das hier ist der Trend zur Unterseite. Der korrigiert gerade ein bisschen. Und wenn der sich jetzt nach unten hin fortsetzt, also wenn es hier tatsächlich zur Trendfortsetzung kommt, dann haben wir gute Karten, die Unterseite mit abzulaufen. Das heißt dann hier, die Anlauflevel unten rein wären mal die Swinglows, die wir da drinnen liegen haben, rein für die klassische Planbarkeit. Und das wären dann ganz klar einfach nur die Tiefs grob um die 109,20 hier an dieser Stelle. Und dann hier haben wir noch einen liegen bei 109, knappe 18. Und noch einen letzten, bevor wir hier unten am Tief stehen, um die 108, knapp 60. Was ist das? 108,99 hier unten. Moment, mal kurz schauen. Hier das Low haben wir liegen bei 109,02. Also, diese Level haben wir da als planbare Punkte auf der Unterseite, wenn der Markt hier tatsächlich jetzt direkt in die Ausdehnung der Korrektur mit reinläuft. Das heißt hier, das wäre dann mal ganz, ganz klassisch Fortsetzung des Abwärtstrends. Und den haben wir ja schön hier laufen, ne? Und hier schlängelt sich so ein bisschen der korrektive Trend nach oben hin, nach unten hin. Hier sehen wir ein bisschen Unruhe rein. Aber wenn wir da hier zur Fortsetzung kommen, haben wir den Abwärtstrend laufen. Und das ist genau das Szenario, was befeuert, dass der 4-Stunden-Trend sich zur Unterseite hinsetzt. Nur da können wir viel, viel früher rein in den Markt und können hier nach unten hin schon mal ein paar Punkte bzw. ein paar Pips mitnehmen zur Unterseite hin. Und das sieht doch ganz, ganz anders aus, wenn man hier jetzt schon reingeht. Hat die Chance, unten reinzulaufen. Natürlich, die Widerräder können dann sagen, na gut, der Markt ist ja hier kurz drüber gelupft, wir können ja jederzeit hoch. Natürlich, das kann alles passieren, das muss zum zeitlichen Kontext passen und hier natürlich auch zum Stopplevel. Und wir wissen ja, wenn wir hier oben drüber laufen, dann ist dieser Abwärtstrend Geschichte, der ist dann gebrochen. Und wenn wir hier oben drüber laufen, bevor wir ein neues Tief hier unten gemacht haben, ist das nächste Zeichen, ein steigendes Hoch, das wäre ein falsches Signal und deswegen die enge Absicherung auch über den 15-Minuten-Trend. Und da kann in der Regel nicht wirklich viel passieren. Und das gehört halt auch zum Trading dazu. Es geht auch mal der ein oder andere Trade schief, wenn wir die Wahrscheinlichkeiten traden. Aber wer halt ganz genau weiß, hier oben bildet sich ein Aufwärtstrend, da darf ich dann mit meiner Short-Position nicht mehr drin sein. Was soll passieren? Ne? Das ist das Risiko, das ist die Notbremse, die muss man ziehen, wenn es gegen einen läuft. Und dann ist gut, die Menge an Trades, die man allerdings hier aus den Trends raus nach unten oder oben traden kann, macht über die Zeit lang dann die positive Performance. Das quasi zum Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. Und dann gehen wir jetzt noch auf den US-Dollar NOK und dann kommt noch das Cable. Also hier US-Dollar NOK, mal schauen, ob wir den hier noch drinnen haben. Nee, der ist hier nicht mehr. Dann machen wir einfach mal die Marktansicht auf und lassen den US-Dollar NOK einfach mal aufblitzen. So, da ist er. US-Dollar norwegische Krone. So, also neues Chartfenster. Zack, haben wir da. Und hier sehen wir, wir schauen uns diesen Trend oder diesen
diesen Chart natürlich im Tageschart erstmal ganz kurz an. Hier kurz noch geschaltet auf den passiven Modus an dieser Stelle. Nehmen wir mal alles raus, was wir hier nicht brauchen, damit wir uns reinweg darauf beziehen können, was wichtig ist. Tageschart zeigt uns an, natürlich einen abwärtsgerichteten Markt. Sehen wir ganz, ganz klar. Was hier an dieser Stelle hochinteressant zu sehen ist, wir haben eine Trading Range. Deckel oben. Boden unten, hier, das ist der Markt, wo er seitwärts läuft, schon seit geraumer Zeit. Immer dann, wenn ich sowas sehe, hier an dieser Stelle, gehe ich nochmal groß. Und da möchte ich nämlich sehen, wo ich stehe. Und das ist halt jetzt die Situation, ich suche dann halt nach Dingen, warum der Markt hier so schwankt. Und der Grund, warum der Markt schwankt, ist ein Supportbereich, den wir hier in diesem Level sehen, liegen haben. Hier sehen wir dieses Level, wo wir hier unten notieren. Moment, wartet mal ganz kurz, ich mache das mal eben in grün. Das ist ein ehemaliger Drehbereich und ich habe jetzt hier mal den Monatschart offen, deswegen hat der auch eine gewisse Relevanz. Schaut mal hier, das war der Bereich, als wir aus diesem Abwärtstrend in die Aufwärtsrichtung gewechselt sind, ne? Und da sind wir drüber gelaufen, dann wurde hier angetestet. Das heißt, hier ist auch sehr, sehr viel Geld in den Markt geflossen, bevor dann dieser massive Schub nach oben kam. Und in diesem Bereich verharren wir jetzt wieder. Das ist der Grund oder einer der Gründe für diese Seitwärtsphase, die wir hier haben. Und die schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an und ordnen das ein. Das heißt, wir brauchen ja hier definitiv eine Auflösung. Und die Auflösung haben wir. Die entscheidenden Chancen oder die entscheidenden Level sind halt die Oberseite und die Unterseite. Ich sage an diesem Punkt, momentan sind wir wieder im Median verortet. Das heißt, im Median ist es immer schwierig zu traden innerhalb von Ranges, weil das ist hier, naja, das ist Gambling. Ne? Man weiß nicht, geht es nach oben oder nach unten. Man muss da oder man sollte da in den kleinsten Zeiteinheiten traden, wenn man sich hier aus der Mitte begeben will. Viel sinnvoller ist es, von unten nach oben oder von oben nach unten zu traden. Nur, wir sind hier im Median momentan drinnen und die Situation, die wir hier haben, ist durchaus auch interessant. Kurzfristig. Ich sage jetzt mit Absicht kurzfristig, denn wir sehen hier, der Schub von unten nach oben ist natürlich gekommen und jetzt haben wir hier den Abwärtstrend unten drunter laufen. Ne? Ist auch ein schöner Kanal, den wir hier in dieser Stelle sehen, aber jetzt mal unabhängig davon, ob Kanal oder nicht, das ist völlig wurscht. Wichtig ist, was passiert hier in dieser Phase und wer es im kleinsten traden möchte, ich gehe mal ganz kurz in die 15 Minuten rein hier, der richtet sich jetzt halt nach dem, was wir haben und da haben wir durchaus die Situation, dass der Markt die Chance hat, nach oben zu laufen. Wir sind hier oben drüber ausgebrochen. Wir sind jetzt hier in der Situation, dass wir einen Aufwärtstrend am Laufen haben, der jetzt hier seinen Bewegungsarm gebrochen hat, als wir hier unten drunter gelaufen sind, aber schon wieder nach oben strebt. Und im Kleinstbereich haben wir jetzt, da muss ich mal ganz kurz hier diese Marke rüberziehen, wir haben jetzt hier an dieser Stelle einen, sag ich mal, Widerstandsbereich hier oben vor uns, aber der ist wirklich marginal, der ist wirklich ganz, ganz klein, aber er ist halt einfach da. Also hier oben, dieses Level über dieser Marke oder in diesem Drehbereich hier oben um die, was haben wir da liegen? Knapp etwas über 1, über die 8, 52, 53 hier. Da sehen wir es, da ging es hier nicht rüber. Jetzt sind wir hier reingelupft, nach unten gefahren. Wird dieser Bereich gekauft, ja, dann haben wir relativ gute Chancen, ein bisschen weit zur Oberseite reinzulaufen und wir finden halt oben ein paar Level, wo durchaus Käufer warten können, denn spätestens, wenn es hier oben drüber geht, setzt sich dieses größere Bild hier nach oben fort und da bringt das natürlich dann die kurzfristigen Short-Händler immer weiter unter Druck, weil man weiß ja nie, was auf der Oberseite der Range passiert und wenn der Markt tatsächlich über die Oberseite der Range ausbricht, dann wird ja ein Aufwärtstrend gebildet. Das heißt, gehen wir noch mal kurz in die 4 Stunden rein, laufen wir tatsächlich hier oben drüber, ja, dann haben wir ja im 4 Stunden Bereich nicht nur den validen Aufwärtstrend, sondern die Fortsetzung des validen Aufwärtstrends. Also das ist das, was wir hier an dieser Stelle sehen. Der Markt will da tatsächlich nach oben und der Markt läuft dann auch nach oben, weil einfach die Kauforders den Markt hochtreiben. Das heißt, hier schaut mal, das ist der Trend, der momentan hier da ist. Laufen wir hier über dieses Level, dann haben wir die Anlaufpunkte oben drauf und das sind schon einige, die da kommen können. Hier an den Zwischenhochs dieses Abwärtstrends haben wir sie liegen und wenn da wirklich Kaufdynamik reinkommt, dann kann das
durchaus, weil diese Hochs auch relativ eng beieinander liegen, flott zum Test des Hochs hier oben kommen, des Widerstandslevels. Und wenn der Markt dann tatsächlich auch über die Marke von 8,68 drüber läuft, oder beziehungsweise wenn wir das hier mal etwas näher ranziehen wollen, hier sehen wir es ja hier oben, da haben wir liegen die 8,67, 80, dort oben drüber pfeift, heißt das halt, dass sich der Tag nach oben hin fortsetzt, die Range nach oben rausnimmt und dann kann man das Ganze deutlich weiter noch nach oben ausbauen. Das ist das Risiko, was die Shorties haben. Deswegen, je höher der Markt diese Oberseite der Range anläuft, je größer wird der Druck auf die Shorties und die bauen dann halt die Positionen ab. Und wenn das tatsächlich passiert, dann haben wir Chancen, dass der Ausbruch nach oben kommt. Geht die Fahrwasserdynamik dort raus, dann haben wir eher so die Situation, dass man die Unterseite anläuft. Also das ist das Median im US-Dollar NOK. Das kann man durchaus mit auf der Uhr auch haben. So, dann haben wir noch die letzte Frage zum Pfund. Also hier gehen wir auch dort nochmal rein. British Pfund, US-Dollar. Haben wir da, wie es da ausschaut, da hat sich momentan nicht wirklich viel getan seit unserer letzten Besprechung. Wir haben es ja hier noch in diesem grün gezeichneten Rechteck mit drinnen. Das grün markierte Level hier, also um das Tief rum bei 1,37, ist weiterhin das Level, wo der Markt drin steht. Ne? Wir haben diesen Aufwärtstrend gebrochen. Wir sind hier runtergelaufen mit diesem Abwärtstrend. Der Abwärtstrend ist weiterhin intakt, der kleine. Wir haben auf der Unterseite natürlich auch schon das Trendtief getestet bei 1,3670 und da kommt jetzt Kaufstärke rein. Also aus jetziger Sicht heißt das halt, wenn der Markt jetzt mal ein bisschen Luft holt, sind die Anlaufpunkte oben da, aber das ist alles kurzfristig. Das Bild sieht zur Unterseite eher so aus, als wenn der Markt runter möchte. Aber, und jetzt das Aber, er hat natürlich die Chance rauszukommen, denn wir sind hier nicht unten drunter gefallen oder sind hier drunter gefallen. Also es spielt eigentlich keine Rolle wegen einem Pip oder mehr oder weniger. Wir haben hier keinen Verkaufsdruck rein bekommen. Und wenn es hier jetzt nach oben geht, haben wir erst einmal die Oberseite als Abreißszenario zu beleuchten. Das heißt, hier können wir uns diesen Arm zur Unterseite mal anschauen und den sehen wir am besten, wenn wir noch eine Zeiteinheit tiefer gehen. Da sehen wir nämlich den Trend nach unten laufen. Das ist dieser hier. Moment, ich klicke mal drauf. Das ist dieser Trend zur Unterseite hin. Der hat sein Zwischenhoch hier oben, also hier, dort oben hat das liegen, das aktuelle Zwischenhoch um die Marke von 1,3745. Das hier ist, wie schon gesagt, wir schauen hier in den Stundentrend rein, ja. Das hier ist der Bewegungsarm der Stunde. Da schiebt es jetzt natürlich drüber, der korrigiert. Aber an diesem Punkt ist halt zu sagen, diese 1,3745 ist das wichtige Level. Laufen wir dort drüber, haben wir einen Markt, der eher zur Oberseite trendet und dann können wir uns auch auf der Oberseite orientieren. Ein paar schöne Anlauflevel haben wir hier auch aus den Widerstandsbereichen, hier aus den Drehbereichen 1,37 Anfang der 50. Dann haben wir hier oben 1,37 knapp 75. Dann haben wir hier die 1,3784. Nein, muss ich ein bisschen tiefer ziehen, sorry, hier unten haben wir es liegen, also die 1,3782 rum in diesem Level und dann hier schon wieder das nächste, die 1,3794, bevor wir dann hier das Verkaufslevel um die 1,38 knapp 10 anlaufen. Da ist durchaus einiges da, aber dazu muss der Markt wirklich erstmal hier oben über die 1,3745 wuppen und wenn er das geschafft hat, haben wir das Potenzial. Alles andere ist nur Geplänkel hin und her gelaufen und da ist es auch wieder so, wie ich das gerade auch in der Range gesagt habe, in diesen Abwärtstrends, die wir hier haben, wird hoch verkauft und tief gekauft und das ist auch die, sag ich mal, Dynamik, die wir hier sehen und das ist auch das, was man als Händler auch tun sollte, wenn wir hier oben tatsächlich dann die nächsten Signale für die Short-Position bekommen, eher die Unterseite zu beleuchten im Kurzfristbereich. Ansonsten jemand, der das Ganze als Swing beleuchtet, der wartet natürlich erstmal, der liegt hier oben, bis sich hier erstmal die Chance ergibt, die Oberseite zu beleuchten. Denn jetzt hier in die Korrektur long reinzugehen, birgt halt das Risiko, dass wir relativ flott wieder zur Unterseite reinlaufen. Aber im großen Bild hat sich hier zu unserer letzten Besprechung relativ wenig getan. Das heißt, hier müssen wir erstmal schauen, was der Tag macht. Gehen wir nochmal ganz kurz auf die Woche. Da sehen wir es halt, der Wochentrend hier schön stark zur Oberseite reingelaufen. Und wie schon gesagt, zur Unterseite haben wir noch ein bisschen was am Potenzial auch da. Aber das große Bild ist halt aufwärts gerichtet. Das heißt, wir sehen ja tatsächlich die korrektive Phase. Und diese sollte sich auflösen, wenn wir hier tatsächlich in der Woche drüber laufen. Da müssen wir aber erstmal hier oben über die 1,39, 1,3920 oben drüber. Und das ist noch viel
viel, viel, viel zu weit weg, um jetzt kurzfristig zu sagen, wir sind schon da. Für die Kurzfrist-Trader kommt eher das, sag ich mal, in Betracht, was ich gerade gezeichnet habe, hier sich auf den Bewegungsarm zu setzen und die Schnapper nach oben als das zu sehen, was sie sind, die kleine Gegenbewegung zu diesem Abverkauf und dann kann man weiterschauen. Ganz entspannt das Ganze anschauen. So, hätten wir das. Im Zoom gibt es keine Fragen mehr. Im Facebook auch keine Fragen mehr. Das heißt, an dieser Stelle sage ich wie immer jeden Morgen danke fürs Zuschauen. Wer noch nicht aufs Like-Knöpfchen gedrückt hat, bitte jetzt tun. Ansonsten planen Sie den Trade, traden Sie den Plan und bis morgen früh pünktlich um 8.30 Uhr. Ich freue mich drauf und sage allen einen erfolgreichen Start in die Trading-Woche. Bis dahin. Tschüss, Ihr Mike Seile.